Hallo und willkommen zu dem Video. Heute geht es um das Thema Kompensation von induktiver Blindleistung. Diese Gruppe hat sich intensiv mit dem Thema Kompensationsanlage beschäftigt. Dabei hat sie ihr Auge auf den Aufbau und der Funktion gelegt. Sie haben die Anlage im Video sehr gut vorgestellt und Berechnungen dazu gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und bis bald. Da haben wir die Kompensationsanlage vom Themalbad School. Hier unten haben wir Zuleitungen zu der Kompensationsanlage. Über die drei Phasen geht das hier rein und wird hier aufgeteilt auf die verschiedenen Stufen. Und hinten dran haben wir Kondensatoren. Und das sind eigentlich nachher die schlussendliche Kompensation. Also die Kondensatoren werden nachher die induktive Blindleistung kompensieren. Also jetzt tue ich da mit dem Ampermeter. Wie heißen die Schlaufen schon wieder? Rodowski-Spulen. Genau, mit der Rodowski-Spulen gehe ich jetzt hier um die dicke Zuleitung. Zum schauen, wie viel Strom die Zuleitungen geben. So, die Stromrichtung. Wichtig bei denen ist auch zu schauen, dass man sie in Stromrichtung nicht tut. Immer so. Ich lege mir das Loch ab. Ja, komm jetzt. Also jetzt habe ich da die drei Spulen angeschlossen und die messen jetzt einfach den Strom durch die Induktivität, die sich in den Spulen erzeugt. Und die können wir jetzt hier sehen, die Ströme. L1, L2, L3. Wie wir sehen, haben wir überall ungefähr 36 Ampere drauf. Und wenn wir das berechnen würden, die 36 Ampere mal die 400 Volt mal Wurzel 3, würden wir auf Blindleistung kommen. Und das sind ungefähr 25 kW. Das ist das, was jetzt die Anlage kompensieren ist. Hast du mir erstmal das Ampermeter gegeben? Dankeschön. Und da habe ich jetzt noch das Zangenampermeter. Mit dem gehe ich jetzt hier um die unterste Stufe. L3. So. Jetzt wird er schnell umfehlen. Das ist jetzt die falsche. Da, und wie wir jetzt hier sehen, haben wir jetzt 36 Ampere auf dieser einen Stufe. Das heisst, das läuft eigentlich zur Zeit gerade nur die eine Stufe. Alle anderen sind außer Betrieb zur Zeit. Wie viel die ganze Anlage kompensieren kann, wissen wir jetzt nicht, aber wir nehmen mal an, die Halbstufe hat wahrscheinlich 25 kW, dann hat die untere auch nochmal 25 kW. Dann haben wir dann hier 50, 50, 50. Das heisst, bis zu 200 kW sollten wir eigentlich können kompensieren. Und da haben wir noch den Bildschirm vor der Anlage, das ist jetzt die andere. Der zeigt uns, was der. Also, da sieht man es auch noch bei dieser Anlage, der zeigt uns gerade der momentane Cosinus Phi, also 0,99. Nach der Kompensation. Ohne Kompensation wären wir wahrscheinlich ungefähr bei 0,9. Und hier sieht man nochmal das Schaltgerät von hinten. Das ist eigentlich das, was halt eben entscheidet, je nachdem, wie viel es zu kompensieren gibt. Und dann schaltet es je nachdem Stufen auf oder runter, je nachdem, was es halt eben zum Kompensieren gibt. Jetzt können wir noch dafür laufen zu dem Zähler. Thank you.
Hier haben wir den Zähler von der Aran. Dann ist uns einerseits mal die Wirkleistung und andererseits auch die Blindleistung. Das EWI tut hier auch die Blindleistung berechnen. Also, und halt eben, will auch Geld dafür. Und ja, das ist eigentlich auch der Hauptgrund, wieso wir die Kompensationsanlage haben, um halt eben können den Blindsturm kompensieren. Wie wir da unten sehen, haben wir die Summe, die Stromwandler. Die tun eigentlich für den Zähler den Strom adaptieren, weil da unten haben wir Ström von ungefähr 400 Ampere. Und das wäre einfach zu viel für den Zähler. Und darum tun wir sie im Verhältnis 1000 zu 5 umwandeln. Das können wir jetzt gerade sehen. Wenn ich jetzt hier mit dem Ampermeter um einen von den Zangen gehe, haben wir 2,2 Ampere. Und halt eben Verhältnis 1000 zu 5, das heisst 1 zu 200 sind dann ungefähr 400 Ampere auf diesen Stromschienen hier unten. Und dann haben wir hier nochmal so einen Stromwandler. Der ist jetzt für unsere Kompensationsanlage. Dann wissen wir, wie viel Strom da durchfließt und dann kann auch die Kompensationsanlage wissen, wie sie schalten muss. Die Drähte da gehen, gehen nachher direkt in eine Kompensationsanlage. Und ja. Und dann sehen wir jetzt hier noch, was jetzt die Anlage hier gemessen ist. Wenn wir jetzt, würde ich jetzt hier die Lampe messen, würde ich mir ungefähr auf eine Blindleistung von 5 kW kommen und auf eine Wirkleistung von 35 kW. Und das ist der Cosinus Phi, der uns vorher angezeigt hat von 0,99. Und halt eben 25 kW werden kompensiert. So, und da bin ich auch schon wieder. Danke für die Aufmerksamkeit und wirklich ein großes Lob geht an alle raus, die vor der Kamera gestanden sind. Ich weiß, das ist nicht immer einfach und man ist auch ein bisschen nervös und man vergisst vielleicht auch mal was, aber ihr habt das wirklich sehr gut gemacht. Und die Videos sind meiner Meinung nach auch sehr cool geworden. Auf jeden Fall findet ihr jetzt auch in der Videobeschreibung einen Link, wo ihr sämtliche Daten runterladen könnt, aber auch die anderen Videos nochmal findet. Schaut die anderen Videos an, die sind auch sehr cool geworden. Und jetzt folgt noch ein bisschen Eigenwerbung für meine eigene Webseite. Falls euch das interessiert, könnt ihr auch jetzt einfach aufhören. Ciao! Danke an mich selbst für das Unterstützen des Videos. realbench.ch. Es war schon immer ein Traum von mir, eine eigene Webseite zu haben, die relativ gut aussieht, funktioniert, aber auch einen Sinn hat. Und genau das habe ich jetzt gemacht. Ab dem 1.12.2019 ist die Webseite realbench.ch online gegangen. Sie ist nun auf allen mobilen Geräten und Desktop-Geräten verfügbar. Und was hat sie für einen Sinn? Ganz einfach. Mein Bruder und ich werden hier unsere Fotoshootings anbieten, die sehr günstig im Gegensatz zur Konkurrenz sind. Wir haben auch schon etwas Erfahrung sammeln können, aber natürlich noch lange nicht so viel wie Top-Fotografen. Aber jeder fängt mal klein an. Also worauf wartest du? Unterstütz uns mit einem Auftrag und geh auf meine Webseite realbench.ch. Ich entschuldige mich, ich war etwas erkältet, wo ich das Ganze eingesprochen habe. Tschüss!